Thomas Deuns, immer noch Deuns. Oh, schön aufgelegt und dann das Eigentor. Okay, so geht's natürlich auch. Lausanne führt mit 1:0 in der 27. Minute. Deuns, clever gemacht, schön verzögert, dann doch am nahen Pfosten aufgelegt. Ah, und ganz offensichtlich war doch Froidvaux an dieser Scheibe. Und da ist das Tor für den HCAP. Dostojnov trifft, und zwar in der 37. Minute. 10 Minuten nach dem 0:1, jetzt der Ausgleich. Zahlsituation ins dritte Drittel gegangen. Hier allerdings ist es Lausanne, das mit einer Führung wohl ins dritte Drittel geht. 2:1, wieder die Wattländer, die vorne liegen. Etienne Froidvaux hat sich sehr geschickt verhalten, viel Zeit gelassen, ist um Gianluca Hauser herumgekurvt und macht das ganz gekonnt. Erfolgreich kann es noch werden. Wie erfolgreich ist Keith O'Coin? Gut aufgelegt, direkt Abnahme und da ist das Tor. Alain Birbaum, Ausgleich, 2 Minuten 48 vor Ende. Die Direktabnahme ins Glück oder wenigstens zum 2:2 Ausgleich. Birbaum vorbei an Cristobal Ue. Und dies nach dem Vorstoß von Keith O'Coin, der nicht daran gehindert werden kann, aufzulegen. Pfannenfertig. Wie sehr lohnt es sich, auf Bestoni zu setzen? Bestoni gegen Ue, auch der trifft. Es gibt den Extrajubel für den großen Liebling in der Valascha. 2:0 und damit heißt dies treffen oder nach Hause fahren. Etienne Froidvaux, ausgerechnet er muss jetzt treffen. Der Mann, der Doppeltorschütze war bei Lausanne in diesem Spiel. Er vergibt. Er hat die Nerven nicht, um hier zu realisieren. Damit also holt Ambri Piotta den Zusatzpunkt. Und dies, nachdem man erst kurz vor Schluss in der 58. Minute überhaupt hat ausgleichen können. Und das heißt also, dass Ambri den so wichtigen Punkt holt in diesem Heimspiel gegen den HC Lausanne.